Im heutigen Video möchten wir euch zeigen, wie ihr mit einem Siegelstempel und etwas Wachs solch einen schönen Brief verzieren könnt. Schauen wir uns noch kurz die benötigten Materialien an. Zuerst der Siegelstempel oder auch Petschaft genannt. Ist unser Griff und Halter, der in das flüssige Wachs gedrückt wird. Er besteht aus Metall und kann Schriftzüge, Monogramme, Initialen oder Logos enthalten. Wie wir unseren Siegelstempel hergestellt haben, zeigen wir euch gleich. Außerdem benötigen wir einen Wachs- oder einen Siegellack. Je nach Anwendung entscheidet man sich für eines dieser beiden Materialien. Man kann Siegelwachs als Stange oder in Stückchen kaufen. Besonders praktisch ist auch Siegelwachs mit einem Docht, welchen man einfach anzündet und das Siegelwachs so schmelzen lässt. Siegellack ist härter, hochglänzend und spröde. Daher ist dieser nicht geeignet für Dokumente, die per Post versendet werden müssen. Dafür sieht Siegellack gerade im Bereich von Urkunden sehr hochwertig aus. Man kann ihn meist in Stiftform kaufen, hin und wieder auch als Granulat. Um das Wachs oder den Lack zu schmelzen, benötigt man außerdem einen Schmelztopf oder eine Siegelpistole. Diese ähnelt einer Heißklebepistole und ermöglicht das einfache Schmelzen und Auftragen des Wachses. Um jetzt erstmal mit der Fertigung des Siegelstempels anzufangen, sind wir in unser CAD-Programm gegangen. In diesem Fall haben wir Fusion 360 verwendet. Hier haben wir uns jetzt erstmal einen Grundkörper mit der Geometrie eines Siegelstempels ausgewählt oder modelliert und fügen da jetzt unser Logo ein. Das ist jetzt in dem Fall eine DXF-Datei, es würde auch eine SVG oder ähnliche Dateiformate gehen. Die muss man jetzt einfach anpassen, sodass es halt von der Größe her gut passt auf das vorgegebene Maß, was wir bestimmt haben. Ja, die markieren wir dann alle, die Flächen, und extrudieren die dann nach außen oder nach innen, je nachdem, ob wir eine Positiv- oder Negativform haben wollen. Und dann extrudieren wir die 1 mm circa, je nachdem, wie stark das ausgeprägt werden soll. Wenn wir soweit fertig sind mit unserer Siegelform, speichern wir das Modell als STL und können dieses dann anschließend in die CAM-Software von Fusion reinladen. Als nächstes machen wir das Setup für die CNC-Fräse. Das ist recht einfach, weil wir kein großes Rohteil oder Nachbearbeitung haben, sondern das einfach aus einem vollen Alukörper rausfräsen wollen. Dann fangen wir jetzt erstmal mit der Rückseite an. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal einen 6er Fräser und der räumt jetzt die Tasche frei, wo dann der Handgriff eingesetzt wird. Anschließend nehmen wir dann auch wieder den 6er Fräser für die Außenkontur, um diese erstmal vorzufräsen, und somit haben wir die Unterseite des Siegels schon mal fertiggestellt. Um die ersten Arbeitsschritte erstmal zu simulieren, wählen wir hier erstmal die Datron-Fräse aus bei Fusion und können diese somit simulieren und sehen genau, was die Maschine dann macht. Wenn wir das soweit erledigt haben, können wir jetzt anfangen mit der Oberseite. Hierzu wählen wir einmal die Konturen aus von dem Logo und arbeiten uns dann erstmal mit einem Dreierfräser in die Grobkonturen vor und werden dann halt immer kleiner mit dem Fräser, bis wir dann bei einem 0,5 mm Fräser angekommen sind. Das können wir dann wieder simulieren. Hier sieht man das ganz gut, wie er jetzt die Taschen ausräumt. Anschließend gehen wir nochmal mit einem Gravierstichel mit 0,1 mm Spitze rüber und dann graten die Kontur und machen auch die feinsten Konturen, die wir mit dem kleinen Fräser noch nicht erstellen konnten. So, jetzt sind wir einmal bei der Fräse angekommen. Hier sehen wir jetzt einmal, wie das Programm beginnt. Jetzt erstmal das Planfräsen, um erstmal eine schöne spiegelnde Oberfläche auf den Siegel zu bekommen. Als nächstes nehmen wir uns jetzt erstmal unseren großen Fräser, oder den größten für das Objekt. Das ist jetzt der Dreierfräser. Und somit schruppen wir jetzt erstmal das Siegellogo vor.
Wenn wir mit dem Arbeitsgang durch sind, sehen wir jetzt, wie der Fräser gewechselt wird auf einen 2 mm Fräser, um die Kanten nachzubearbeiten. Dies machen wir dann anschließend noch einmal mit dem 0,5 mm Fräser, um die Kantenradien so klein wie möglich zu gestalten. Jetzt muss nur noch die Kontur mit dem Gravierstichel abgefahren werden, um auch die kleinsten Details zu fräsen. Dann haben wir auch schon unser Logo soweit fertig gefräst. Jetzt müssen wir diesen nur noch ausfräsen. Dazu nehmen wir hier wieder einen Dreierfräser und machen erstmal die grobe Kontur und dann geraden diese dann. Jetzt haben wir die erste Seite fertiggestellt und müssen jetzt das Teil umspannen und können jetzt mit der Bearbeitung der Unterseite beginnen, die einmal planen zu fräsen, die Fläche, und nehmen uns dann unseren 6er Fräser und machen erstmal die Tasche und anschließend fräsen wir das mit einem 3er komplett aus und unser Siegelstempelaufsatz ist fertig. Um jetzt den Siegelstempelaufsatz mit dem Griff zu verbinden, müssen wir den Aufsatz erstmal wärmen, da wir uns für eine Schrumpfpassung entschieden haben. Wenn sich jetzt das Aluteil gleich ein paar Hundertstel ausgedehnt hat, können wir dies einfach mit dem Siegelstempelgriff verbinden. Und wenn das Ganze abgekühlt ist, ist das fest verbunden. Und wir können den Siegelstempelaufsatz jederzeit wieder auswechseln, indem wir ihn wieder warm machen und einfach einen anderen neuen oder mit einem anderen Logo gefrästen Aufsatz einfach bestücken können. Wir haben nun unseren Siegelstempel fertig hergestellt und alle Materialien bereitgelegt. Nun können wir loslegen und unser erstes Siegel pressen. Ich bereite hierfür noch einen kleinen Brief vor, den wir dann später natürlich auch verschicken wollen. Wir befüllen die Siegelpistole mit einer Stange Siegelwachs und warten darauf, dass es geschmolzen ist. Sobald das Material geschmolzen ist und sich gießen lässt, tragen wir es auf den Brief oder die Urkunde auf. Man kann das Ganze auch auf eine Metallplatte oder Acrylplatte auftragen und dann später abheben. Nun drücken wir den Stempel sanft auf das Wachs und bewegen ihn leicht. Dann warten wir, bis das Wachs ausgekühlt ist. Wir können den Stempel nun vorsichtig lösen. Unser Siegel ist nun fertig. Hier zeigen wir euch nochmal, wie das dann aussieht, wenn man das auf einer Aluplatte macht. Und das Verfahren ist genauso wie direkt auf Papier. Wir tragen etwas Wachs auf die Platte auf, drücken unseren Stempel darauf und lassen das Ganze abkühlen. Nun können wir das Wachs vorsichtig mit einem Cuttermesser lösen und auch auf die gewünschte Stelle kleben. So kann man zum Beispiel einige Siegel schon vorbereiten, die man eben für dekorative Zwecke einsetzen möchte auf Urkunden oder Briefen. Nun wollen wir uns nochmal die Anwendung mit Siegellack anschauen. Hierfür nutzen wir einen Löffel und einen Heißluftföhn. Ein Stöfchen wäre natürlich praktischer. Das Schmelzen dauert recht lange und ist nicht so komfortabel wie mit der Pistole. Außerdem fanden wir es schwierig einzuschätzen, wie viel Lack benötigt wird. Beim ersten Versuch war es tatsächlich auch zu wenig. Wir haben dann nochmal weiteres Lack geschmolzen. Das zweite Siegel aus Lack erstellen wir direkt neben unserem ersten aus Wachs. Wie gehabt drücken wir den Stempel vorsichtig in den Lack und warten, bis es abgekühlt ist. Mit leichten, kreisenden Bewegungen lösen wir den Stempel vom Material
und fertig. Das Ergebnis sieht wunderbar aus. Kurz noch ein Vergleich für euch. Das Wachs ist beweglich und flexibel. Ihr könnt Briefe verschicken, ohne Angst zu haben, dass euer Siegel zerstört ankommt. Beim Lack sieht das Ganze etwas anders aus. Es ist recht spröde und bei leichter Biegung bricht es. Achtet also darauf, was ihr mit eurem Siegel machen wollt und wählt danach euer Material aus. Wir hoffen, euch hat das Video zu neuen Projekten inspiriert. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Wer noch mehr über unsere Fräse erfahren möchte, kann einfach auf das verlinkte Video klicken. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald im WinLab.